Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen, ja, Odin war einkaufen. Das wird ein etwas längeres Odin war einkaufen. Ja, einmal, weil ich es länger nicht gemacht habe und weil diesmal ein bisschen viel zusammengekommen ist, also eigentlich so viel nicht, aber es sieht mehr aus, als es ist. Aber einige Sachen waren halt Pflicht. Zu einigen Sachen habe ich auch schon separate Videos gemacht. Ich möchte halt hier nochmal erwähnen, warum und weshalb. Ingeborg, kannst du mir das Organizer-Set aus der Küche nochmal bringen? Das habe ich vergessen. Ich danke. Das gehört mir auch dazu. Moment, Frau ruft an. So, auf geht's. Ich spare ja schon seit einiger Zeit, habe ich euch ja schon erzählt, wo ich die Küche dann fertig war mit bezahlen, dass ich mir wieder Geld wegpacke, weil ich so ein bisschen was vorhabe und weil ein bisschen was erweitert werden muss oder verbessert werden muss, weil die Technik halt nicht mehr so mitkommt. Und ich habe dann auch schon bei Kleinanzeigen und Spock und an Freunde und so einiges Zeug verkauft, deswegen habe ich ein bisschen was hier spart. Und jetzt war es Zeit, das auszugeben. Aber auch nur wegen Rudi. Also Hashtag Rudi ist schuld. Aber auf eine gute Art. Also nicht negativ gemeint. Also nicht falsch verstehen. Weil ihr wisst ja, in Sachen Technik, PC-mäßig, lasse ich mich immer von Rudi beraten. Warum? Weil Rudi Ahnung hat. Und weil Rudi ein Freund ist. Und Rudi weiß ja auch schon seit längerem. Also deswegen auch die kryptischen Gespräche in den letzten Streams. Es ist angekommen, du weißt schon was, ich muss nur noch das andere finden und das ist noch nicht hinten. Da waren über die Stromkabel gemeint und eine extra Halterung für meine neue Grafikkarte. Also ich habe ja Geld gespart und Rudi hat mich nämlich letztens gefragt, wo wir wieder beim Thema Rudi sind, wie viel ich denn jetzt schon gespart habe. Aber ich ihm gesagt, sagt er, dann musst du jetzt zugreifen. Weil die KF2, die ich geholt habe, ich habe beim Mediamarkt bezahlt. Nee, also sie würde beim Mediamarkt, sie hätte beim Mediamarkt gekostet 879 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe bezahlt 869 Euro. Weil ich ja noch 10 Euro Gutschein bei Mediamarkt hatte, vom Geburtstag her. Weil ich ja Mediamarkt Clubmitglied bin. Aber das gibt es jetzt auch nicht mehr irgendwie, dass man da Gutscheine kriegt. Aber egal. Und hat Rudi gesagt, das ist jetzt ein geiles Angebot. Da würde ich zugreifen. Die war immer nicht da, die Karte. Und jetzt ist sie endlich da und wir wissen nicht, wo sich das jetzt mit den neuen Grafikkarten und Prozessoren und so, wenn da wieder Knappheit ist, hinentwickelt. Da lieber jetzt zugreifen, ehe zu spät ist. Weil ich muss mein System erweitern. Ich habe nur eine 1060 drinne, Phoenix Gold von Game World mit, 6, mit Entschuldigung, mit 10 Gigabyte, 6 GB. Hier habe ich jetzt 10 GB. Es sind nur 4 GB mehr. Es hört sich nicht so schnell an, aber der Chipsatz ist neu. Die ganze Aufbau der Karte ist neu. Also das wird schon einen ordentlichen Geschwindigkeitsboost bringen, hat Rudi gesagt. Und ich vertraue Rudi da komplett. Deswegen habe ich jetzt zugegriffen und habe mir die KF2 GeForce RTX 3080 geholt. Die werden wir auch separat auspacken. Da werde ich ein separates Unboxing machen. Und vielleicht nehme ich auch auf, wenn ich sie einbaue. Ist ja nicht viel. Ich habe den Kabel schon nach hinten gelegt und also nach vorne gelegt und muss ja nur die andere rausnehmen, die rein und dann gucken, dass alles läuft. Die hat auch RGB, das werden wir uns alles angucken. Aber weil die ziemlich schwer ist, also groß, drei Lüfter und halt ziemlich lang und schwer, geht über drei Slots, habe ich auch noch, kommt im späteren Paket, habe ich auch noch eine Grafikkartenhalterung, natürlich mit RGB geholt, die ich an der Seite ranstellen kann, damit die ein bisschen gestützt ist und mir nicht mein Grafikkartenslot kaputt macht. Ja, also verbiegt oder so.
Eigentlich war es erst geplant, wenn ich halt die nächsten Sachen verkaufe, also PlayStation und so, dann wollte ich halt gleich mehr ausgeben und gleich Prozessor noch mit dazu nehmen und so. Jetzt ist es erstmal nur die Grafikkarte. Hat aber den Vorteil, ich kann jetzt meine alte Grafikkarte ausbauen, die einbauen. Ich wollte die alte Grafikkarte eigentlich aufheben, falls mit der was ist, dass ich immer eine Ersatzgrafikkarte habe. Kann ich mir jetzt aber so in der Situation doch nicht leisten, erstmal. Die wird verkauft. Und das Geld kommt zu meinem Sparten dazu. Also, was jetzt nicht mehr wirklich vorhanden ist. In der Hoffnung, dass es dann demnächst nochmal reicht für einen Prozessor. So. Aber kommen wir weg von Technik. Jetzt sind wir mal kurz in der Küche. Und zwar habe ich bei Lidl, wie auch immer, also ihr wisst ja, dass wir immer wenn wir hier im Ort einkaufen, Brot und so, also meiste Sachen holen wir ja in Polen. Aber ab und zu gehen wir dann halt auch noch zu Lidl. Und da habe ich was gefunden, wo ich nicht Nee sagen konnte. Einmal wegen der Farbe und einmal, weil ich es brauche. Also zwei Sachen, also drei, vier Sachen davon. Eine Sache eher weniger, weil ich die ein bisschen kontraproduktiv finde. So. Und zwar habe ich mir einen Küchenorganizer geholt. Ich muss mir noch Plastelöffel kaufen. Meine Plastelöffel sind alle weg. Fast alle weg. Irgendwie die Kinder, irgendwie, keine Ahnung, normale Kinder fressen Eis oder Pudding. Meine Kinder fressen Plastelöffel. Keine Ahnung, alle weg. Zwei, drei Stück habe ich noch. Ganz schlimm. Und warum ich das geholt habe, ist einmal wegen dem Brett. Das kann man hinten ran machen. Wir haben also hier so eine also eine Form, also so eine Stell, wo die einzelnen Sachen reingestellt werden. Dann haben wir ein Brettchen und ein Abtropfteil. Also hier das hier, wo meine Frau dann halt die Küchenutensilien rauflegen kann, damit nicht die Arbeitsplatte dreckig wird. Das brauche ich also für Pfannenwender und das alles, weil ich habe jetzt ein silbernes von IKEA, was schon etwas älter ist und schon leicht angegangen ist. Passt halt nicht so wirklich dazu. Schwarz passt super, passt zu allem, auch zu meinen Küchengeräten. Deswegen habe ich gedacht, das ist auch nicht ganz so groß, so wuchtig, dann kann das auf die Seite beim Herd, dann das ein bisschen mehr organized ist. Der Messerblock. Den finde ich eher kontraproduktiv, da habe ich einen schöneren. Weil hier sind einfach nur so Rillen drin, wo man die Messer reinmachen kann. Meiner, der hat so Zeug, was da so drin ist, so schwarze lange Röhrchen, man kann es querbeet stellen. Also deswegen überzeugt mich der Messerblock nicht so. Aber die Halterung und die beiden Sachen hier, Brett und so, das ist halt wichtig, habe ich bezahlt. Keine Ahnung, glaube 19 Euro habe ich bezahlt. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Dann kommen wir hierzu. Da habe ich Videos gemacht, die nicht gut geworden sind, weil der Adapter kaputt ist. Also weil ich den Adapter vergessen habe. Und es kam auch viel zu spät, das Paket. Ich habe nämlich an dem gleichen Tag, wo ich das Video dazu gemacht habe oder die Videos, zu Hause ein Video gemacht zum PlayStation-Standfuß. Und da habe ich mit der Verlängerung gearbeitet für mein Mikrofon, weil der Kabel sonst zu kurz ist. Und mein Mikrofon hat ja hier so einen dreipoligen Klinkeanschluss. Meine Kamera braucht aber einen zweipoligen. Aber der Adapter ist mit bei. Nun habe ich aber das Video gemacht und der war hier dran. Ne? Und wo ich die Videos gemacht habe, habe ich das Mikrofon direkt in die Kamera gemacht. Also habe ich keinen Ton, also muss ich nachvertonen, leider. Und hier habe ich, das kam auch leider zu spät, wegen der Post. Die Post hat mir eine Nachricht geschrieben, oh, sorry, klappt doch nicht. Ich habe nämlich bei Candy Cowboy bestellt. Link in der Videobeschreibung natürlich. Mit dem Rabattcode ODIN10 spart er da 10%. Also ich kriege jetzt kein Geld dafür, dass ich euch das sage. Die haben mir das nur angeboten und sagt, wenn klar, für meine Community, gerne, her damit. Und ich wollte eigentlich schon vorher bestellen. Habe jetzt zum Kindertag bestellt. Und bevor ich bestellt habe, habe ich, war ein dummer Zufall, eher gesagt, hat mein Handy bimmelt und habe ich gesehen, Instagram, Candy Cowboy. Dachte, Mensch, das passt ja. Will ja gerade bestellen. Guckst du sicherheitshalber mal rein. Vielleicht haben sie ja irgendwas Neues.
weil über Instagram kriegt man ja dann auch, sagen sie ja auch, guck mal, wir haben jetzt hier, weil früher gab es ja nur die Boxen 25, 50, 100 € und jetzt gibt es ja auch Candy, Crunch, also Chips oder irgendwas, keine Ahnung, Schokolade, also Schoko und was weiß ich. Und dann gedacht, guckst du mal lieber nach. Und ich wollte eigentlich meinen Code Odin10 nehmen für 10% Rabatt, aber die hatten dann den Code bei Instagram geteilt 1120, also ELF groß geschrieben, 20 als Zahl geschrieben, also 2-0, für 20% Rabatt. Und da musste ich zugreifen, sagte, das ist ja geil, passt ja sowieso. Und da habe ich mir einmal also nicht mir, aber habe ich für uns einmal Schoko und einmal Candy bestellt. Warum? Meine kleine Tochter die mag keine Schokolade. Es ist, keine Ahnung, sie ist keine Milchschnitte, kein Milky Way, Kinderüberraschungsei, will sie halt nur das Innenleben, sie mag keine Kinderriegel, sie isst keine Schokolade. Mal ein Joghurt und so, Obst und Gemüse, das alles ja, aber keine Schokolade. Also da kommt sie nicht nach dem Papa. Das Einzige ist, was mal ist, wenn ich mir Kokosflocken geholt habe, dass sie mal eine oder zwei Kokosflocken isst. Na, zwei ist übertrieben, eine Kokosflocke. Oder mal ein oder zwei Stücken Zartbitterschokolade, wenn ich mir mal welche geholt hatte. Oder wenn wir bei Oma waren, so After Eight, so in zwei Stücken. Frauchen hat für sie auch After Eight geholt. Da ist sie dann alle einmal eine Woche dran, dann nimmt in zwei so eine Dinger raus und isst die dann. Also das hält ewig. Also sie isst nicht so viel Schokolade, aber Candy. Candy ist ihr Ding. Kaubonbon, Lutscher. Ja, und das mag sie. Und weil sie ja auch ein bisschen Süßes soll, haben wir gedacht, ja, ist okay. Dann kriegt sie halt sowas. Ab und zu mal. Und ich habe dann halt sowas bestellt. Und die sind dann halt so, das habe ich auch im Video gezeigt. Wie gesagt, ich muss jetzt alles nachvertonen. Sachen sind jetzt alle schon offen. Ist Haufen saures Zeug mit bei, Kaubonbons mit bei und so. Richtig geil sauer. Also ich bin viel gewöhnt. Meine Tochter hat es nicht juckt, aber ich fand da einige Sachen schon, im ersten Augenblick. Da kamen mir die Tränen in die Augen. Aber war geil. Das ist wirklich das Einzige, was hier mit bei ist, was uns allen nicht schmeckt. Aber das ist wegen unserem Geschmack. Hot Thermals. Das kann ich ja schon vor dem Video vorweggreifen. Die haben uns allen nicht geschmeckt, weil die sind mit Zimtgeschmack. Und Zimt können wir alle nicht ab. So. Pack das mal hier, bevor ich das irgendwo anders noch hinräume, erstmal alles hier rein wieder. Kommt noch ein bisschen mehr. So, ich stecke das mal hier runter. Muss nämlich dann in den Süßigkeiten-Schrank bei meiner Frau umgeräumt werden. So, hier habe ich dann noch wieder was bestellt für abends, für uns. Hier ist leider kein so ein schöner Hodi-Karton mit bei diesmal. Normalerweise ist da immer so ein Hodi-Karton, aber vielleicht waren die alle. Ich habe mir bestellt, weil es ja letztens das nicht mehr gab, wo ich den Shark bestellt habe, wollte ich ja Kaktus, nein, Zitruskobra. Ich sag immer Kaktuskobra. Fragt mich nicht warum. Kaktuskobra. Weil die so schön grün ist oder so. Aber sie heißt Zitruskobra, weil das ist Zitrone und Limette vom Geschmack her. Da steht so Zitruskobra. Und ich habe gleich mit Becher natürlich bestellt. Durchsichtig, Zitruskobra drauf, oben lila, grün Deckel, voll geil. Wegräumen. Das reicht für 50 Mal machen, was da drin ist. Im Internet habe ich gelesen, wenn du oder wenn du wirklich den Löffel streichst, abstrichen, dann reicht es teilweise für 60, so ein Ding. Beim Shark ist noch genug drin, also komme ich die nächsten Monate gut hin, weil ich trinke es ja nur im Stream abends einmal. Einmal kam schon vor, wo wir länger gestreamt haben, da habe ich zwei getrunken, aber sonst in der Regel
ein und das ist auch nur Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Na gut, Dienstag ab und zu auch. Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Die 5 Tage. Also reicht das eine ganze Weile. Die haben auch 2 neue Geschmacksrichtungen, da habe ich mich aber noch nicht rangetraut. Kaktus, Blaubeere und den Peach Panda. Nee, wie heißt der? Peach Panther oder so. Pfirsich mit noch irgendwas. Da habe ich mir noch nicht rangetraut. Vielleicht hole ich mir die irgendwann mal. Aber jetzt ist erstmal kleine Brötchen backen. Aber es ist halt ein bisschen teurer als die Billig-Energies. Also da zahle ich halt um die 50 Cent. Na gut, ja doch, 50 Cent. Nee, jetzt mittlerweile schon ein bisschen mehr, glaube ich. Nee. Waren 39, sind jetzt 45 Cent. 45 Cent für eine 500-Milliliter-Dose, die kriegst du ja nicht so oft. Das ist jetzt 80 Cent für 500 Milliliter. Also so ein Ding hat 500 Milliliter. Machst du halt voll bis hier oben. Dann Löffel drin, der ist auch mit beider. Dann schüttel ich das durch, dann mache ich Eiswürfel oben rauf, also hier oben durch die Lücke und schüttel das weiter, damit das schön kühl ist. Kühl am geilsten. Mit Sprudel habe ich es auch versucht. Sprudel ist jetzt ehrlich gesagt nicht so meins. Dann ist es halt wie ein Energy aus der Dose, sozusagen kann man sagen. Bloß halt viel fruchtiger. Aber das hat mir nicht so zugesagt, muss ich sagen. Mir hat es wirklich ohne Kohlensäure mit Eiswürfeln am geilsten geschmeckt. Und ja, da habe ich jetzt halt das geholt. Und irgendwann hole ich mir mal die anderen Sorten zum Testen. So, dann habe ich ja schon angekündigt. Da muss ich aber jetzt auch zu ein paar Sachen sagen. Bei einer Sache habe ich mich mega geärgert. Und ja. Ihr wisst ja, ich habe ja schon vor längerer Zeit gesagt, ich habe bei einer Umfrage mitgemacht. Also das heißt, ich habe über 14 Tage lang alle Stunde, also wirklich einmal die Stunde, eine Befragung gemacht, was ein paar Minuten ging. Und für diesen Zeitaufwand habe ich einen Amazon-Gutschein geschenkt bekommen, beziehungsweise zweier, also erstmal einen. Und am Ende der Umfrage war nochmal eine neue Umfrage, die man am PC ausfüllen sollte. Die konnte man machen, musste man aber nicht. Habe ich natürlich gemacht und habe nochmal einen Gutschein bekommen. Und das habe ich logischerweise bei Amazon eingelöst. Und dann hatte ich von Amazon noch ein 40, na knapp 40,36 € ein paar zerquetschte Gutscheine bekommen. Von eurem Einkauf, wenn ihr über mein Raffling einkauft. Dafür erstmal fettes Dankeschön, dass ihr mich damit unterstützt. Und konnte das dann halt zusammen einlösen und habe dann hier eine Sache gekauft, wo ich mich hier geärgert habe, wo wir dann in Polen waren, zeige ich euch gleich. Eine Sache gekauft, wo ich sage, hätte nicht sein müssen, aber für den Preis konnte ich nicht nein sagen. So, erstens. Ich habe ein Messerset geholt. Und in Polen habe ich dieses Messerset auch gesehen. Ich werde es mal auspacken. Also nicht so schön verpackt wie hier mit so einem Karton. Ich zeige euch das auch alles. Sondern beim schwarzen Netto mit Plasterverpackung für umgerechnet 10 Euro. Das kostet 49 Euro noch was. Ich hatte einen Gutschein. Also unten drunter war da. Zählt das als Gutschein, wenn das unten drunter steht? Doch, oder? Doch, müsste. Das zählt auch als Gutschein, oder? Einmalige Vergünstigung oder sowas. Ihr wisst doch, was ich meine. Wenn man bei Amazon auf irgendein Produkt geht, dann steht dann der Preis und dann ist er durchgestrichen und dann steht der neue Preis da und unten drunter steht dann manchmal noch ein Feld, hier aktivieren für, was weiß ich, für so und so viel Prozent oder so. Und das habe ich aktiviert und ich habe sage und schreibe dieses Messerset, was 50 Euro, also 49,95 glaube ich, kosten soll. Ich gucke mal sicherheitshalber nach. Oh, Unwetterwarnung haben wir heute. Amazon.
Bestellungen. Ist der Akku eigentlich noch da? Ja. Messerset. 1, 2, 3, 4, 5 Messer sind da drin. Oh, in Polen waren es weniger. In Polen waren es nur 4 oder 3. Naja, gut. 49,99 ist da der reguläre Preis. Man kann auch noch für 3 Euro noch was Zusatzgarantie aktivieren. Habe ich die gemacht? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist dieses Messerset für 49 Euro. Und ich habe sie gekriegt. Unten drunter war ein Gutschein. Nee, das war. Das, nee, Quatsch, 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 falsch. Unten drunter, ja, da war ein Gutschein, aber der Preis war von 49 auf. €34, €36, €39, irgendwas in eine 30 Euro reduziert. Fragt mich jetzt nicht, ich weiß es nicht mehr. Und unten runter war dann noch mal so ein Kästchen aktivieren für Gutschein, Blasülz oder Rabatt oder irgendwas stand da. Und das habe ich aktiviert und da wurde mir das beim, das wird dann bei der Abrechnung ganz am Ende, wenn man bei Amazon die Bestellung abgibt, wo die Artikel stehen und dann rechts der Preis steht, wurde das abgezogen. Jetzt habe ich sage und schreibe 25 Euro dafür bezahlt. So. Hier haben wir denn, so sieht das dann aus, M-Serie. Und hier sind, oh, die sind aber scharf. Muss ich mal hier wieder ein bisschen reindrücken, die sind ein bisschen rausgedrückt, ja. Hier sind dann die Messer, die sehr scharf sind, für meine Frau, damit sie vernünftig Essen für uns zubereiten kann. Und für mich. Oh, geil. Das wäre ein Schutz mit bei. Für Schubfach. Geile Sache. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich das bestellt habe. Dieses Messer. Dieses kleine Messer. Jetzt fragt euch, wieso so ein kleines Messer? Warum? Ich mache mal lieber den Schutz vorher rauf. Siehst du, Josie, das ist ein Schutz. Und immer drum machen. Weil ich. Wenn wir Kartoffeln schälen, meine Frau und die Kinder, immer mit Kartoffelschäler. Ich komme mit dem Kartoffelschäler nicht klar. Ich bin zwar gelernter Kellner, aber wir haben mit Messer gemacht. Wir durften keine, also am Anfang durften wir keine Kartoffelschäler nehmen. Wir mussten anfangen mit Messer, damit man es richtig lernt. Weil mit Kartoffelschäler ist so einfach. Also war unser Lehrausbilder strikt. Erst mit Messer, später konnten wir dann, wo wir auch Kartoffelschäler nehmen, aber erst lernen wir es vernünftig mit dem Messer und halt nicht so, dass halt die Kartoffel viereckig ist, so pop, 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 und also so wenig wie möglich Schale, und der hat das überprüft. Und da bin ich jetzt momentan schneller mit Messer als mit Kartoffelschäler, und ich komme mit dem Kartoffelschäler einfach nicht klar, und dann mache ich einfach so, ich packe den nochmal so an, so. Und dann schäle ich so meine Kartoffel. Und das ist das Gute hier. Seht ihr das? Dass es hier bündig ist. Und das Scharfe fängt erst da an, wo mein Fingernagel ist, hier oben. Da fängt das Scharfe an. Hier ist nicht scharf. Und das ist bündig. Das heißt, ich kann das so halten. Und ich habe meinen Daumen nämlich immer hier vorne. Weiß ich nicht, dumme Angewohnheit, als Abstandhalter. Und ich habe immer meinen Daumen. So in etwa. Und dann schälig. Oder ich habe es halt hier vorne, so den Daumen. Und bei meinem anderen Messer, da ist es hier ein Stück länger. Also da ist der Griff dünner. Und dann kommt der hier raus. Und da ist auch die scharfe Fläche bis unten hin. Die musste ich mir dann ein bisschen bearbeiten, damit es da halt nicht so scharf ist, dass ich mir nicht die Pfoten die ganze Zeit aufschneide. Das ist ja geil. Das war in Polen nicht mit bei. Dieser Sicherheitsverschluss. Das freut mich. Ja, dann war doch kein Fehlkauf. Komma 1,8 mm. Zückendes. Oh, kann ich hier leider nicht lesen, habe meine Brille nicht auf. Ja, ich habe meine Brille leider nicht auf, dass ich euch das vorlesen kann hier.
Aber es ist kein Fehlkauf, das ist schon mal sehr, sehr gut. M-Serie bei Euna. Sagt mir nichts, Euna. Ist Euna. The Live, was denn? Eunashop.com. Ist das was Bekanntes? Ist das nichts Bekanntes? Ich kenne mich da nicht aus, Leute. So. Dann für meine Grafikkarte ein Grafikkartenhalter. Ständer. Der kommt vorne reinstellen, also man kann hinten reinstellen, ich werde ihn vorne reinstellen, dass man das Licht hat. Der hat wohl einen 24 Volt und 4 Polien Anschluss. Ich habe schon an mein Board geguckt. Habe ich zwei Stück, einen unten, einen oben. Ich werde wahrscheinlich den oben nehmen, den Kabel hinten langlegen und unten durchkommen lassen, weil unten wäre dann halt zu eng vom Ding und dann kommt der Kabel da raus und dann ist mit dem Verstauen ein bisschen doof, deswegen oben lang. Weil die ganze andere Beleuchtung, die ich habe, ist auf 5 Volt dreipolig, also mit drei Steckern und der halt 12 Volt mit vier Steckern. Oh, Platzkanal. Jetzt kommt das, wo ich überlegt habe, muss das sein? Muss das sein? Und ich dann zu dem Endeffekt gekommen bin, jein. Jein, eigentlich nicht. Aber, jetzt kommt das Aber, etwa 20 Euro günstiger als der reguläre Preis. Und das kommt dabei eigentlich so gut wie ganz selten, wie fast wie nie vor. Und es ist schwarz und passt damit besser zu PS5, wie sie jetzt aussieht. Jetzt könnt ihr euch erraten und denke ich mal, was das ist. Der schwarze PS5-Controller. Habe ich genug Controller zum Spielen und brauche nicht mehr mit Kabel arbeiten, wenn ich mal wieder einen vergessen habe zu laden. Also einer wird ja dann immer voll sein. Und der passt halt jetzt zu meiner PlayStation mit den schwarzen Plates. Aber in erster Linie habe ich ihn geholt, weil er zur PlayStation mit den schwarzen Plates passt. Und vielleicht habe ich ja noch die Möglichkeit, den noch ein bisschen zu pimpen. Und kann dann ein paar Videos drüber machen, weil ich will noch einen Aufkleber vielleicht irgendwann später mal holen für die PlayStation-Taste, dass die auch bunt ist. So im Retro-Look. Und vielleicht gibt es ja irgendwann die Knöpfe, so wie hier in Schwarz. Durchsichtig, also die Xbox-Dreieck und so. Aber ich hätte gerne, dass die Zeichen nicht grau sind, sondern bunt. So richtig retro, wie sie früher waren. Grünes Dreieck, lila X, roter Kreis, lila Viereck. Oder? Ja, so in etwa. Und das hätte ich gerne. Und da würde ich dann gerne später dann noch die Knöpfe tauschen wollen. Wenn man da nicht zu viel Aufschrauben machen muss. Wenn nicht, dann lasse ich das meinem PC mal machen. Weil das mit den kleinen Kabeln und so ist mir nichts. Da habe ich eher Angst, dass ich bin da eher der Grobmotoriker, dass ich da mehr kaputt mache als ganz mache. Ja, aber davon abgesehen. Geil. Sieht schon geil aus, der Weg, aber ein extra separates Video zu machen. So. Das war jetzt eigentlich zum Odiwa Shoppen in der letzten Zeit. Da ist jetzt großartig jetzt nichts weiter dazugekommen. Hodi, ja, das andere Hodi, da habe ich ein extra Video gemacht. Den Shark, der kommt auch noch separat. Und dann habe ich noch bei Mutatus bestellt gehabt. Die Lebensmittel retten, da ist auch ein extra Video, das kommt auch separat. Und jetzt bin ich pleite, jetzt muss ich erstmal wieder sparen, jetzt muss ich gucken, wie ich das mache. Aber ich hoffe, ihr habt euch trotzdem gefreut. Ich werde euch alle Sachen verlinken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.